Ach, hier war der Eremit, genau. Der uns gesagt hat, dass wir den Pirscher töten sollen. Aber gab es hier eigentlich? Holzpfeiler enthält nichts. Nee, das haben wir alle schon geplündert. Natürlich. Natürlich haben wir das getan. Aber hier ist auch keine Luke oder sowas. Ich meine, mit unserer brennenden Wand sehe ich das relativ gut vor mir, dass wir den Kampf gewinnen. Ohne wäre es natürlich tatsächlich ein bisschen schwierig. So. Ach, die war da unten. Okay. Ach, hier ist doch bestimmt wieder das Schmetterlingsfeld gewesen. Ja, genau. Okay, dann würde ich sagen, ja, wenn ich mich jetzt schlafen lege, dann ist es wieder dunkel und dann geht der Pirscher auf die Jagd. Das ist nicht so toll. Die verbrennende Wand verbraucht ja nicht so viel. Die verbrennende Wand, ja, nee, ist klar. So, dann speichern wir nochmal. Okay. Der Dämon kann die Leiter hochklettern. Na gut. Was war das denn? Irgendein Ghoul. Okay, offensichtlich brauche ich doch nochmal eine andere Fertigkeit hier. Vampir-Ghoul. Oh, naja, so geil war der jetzt doch nicht. Na komm. Komm hier. Neuwertig, schwere Kettenstiefel. Nice. Okay. Noch mehr von diesen Viechers hier? Achso, nee. Und unheimliche Musik. Oh. Okay. Das Ganze scheint doch ein wenig größer zu sein als gedacht. Du musst auch treffen, Lucien. Oh, die hinterlassen gar nichts. Sehr doof. So, da ich noch ungefähr weiß, wo das war, gehen wir jetzt erstmal hier lang. Oder zumindest glaube zu wissen, wo das war. Speichern nochmal. Ja, es ist wieder dieses typische Problem von alle auf einmal. Yay, eine leere Flasche. Und eine Superheilung. Sehr schön, sehr schön. Hoffentlich wacht er von diesem Krach hier nicht auf. So. Ich will mich nur ungern schlafen legen.
Sehr schön, Lucien. Das hast du doch mal richtig sauber hinbekommen. Okay, da ist jetzt die Karte im Weg. Na, roter Punkt, wo bist du? Oh, sogar zwei rote Punkte. War das jetzt in der Ecke oder hier oben? Ah, okay, hier oben nicht. Dann da unten in der Ecke. Okay, dann sollten wir nochmal einen kleinen Regenerationstrank schlürfen. Hoffen, dass uns jetzt kein Vampir-Ghoul mehr in den Weg kommt. Natürlich kommt uns doch noch einer in den Weg. Los, los, los! La la la. Oh. Tatsache. Ihr seid wirklich ein Narr. Er zittert vor der Macht des Pirschers. Irgendwie kommt uns diese Art von Falle doch bekannt vor. Haben nicht diese Typen da, die gesagt haben, von wegen Überfall von den Bergtrollen, die haben das doch genauso gemacht. Und wir sind wieder drauf reingefallen. Okay. Ganz ruhig. Oh Gott. Ha, 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 ha. Glaubt ihr wirklich immer noch an euren Sieg, Eindringling? Quentus Normaont. Naja, eigentlich nicht wirklich. Ihr seid also der Pirscher. Weshalb ließt ihr mich am Leben, als ihr mich im Wald antraft? Ich bin in diese Höhle verbannt worden. Die Elfen haben einen Fluch über mich ausgesprochen. Aber ich habe herausgefunden, dass mir eine kleine Änderung des Nekroschiff-Zauberspruchs erlaubt, mich frei durch die Wälder zu bewegen, allerdings nur in der Gestalt von Quentus Normaont. Aber bist du das nicht im Moment? In dieser Form war es mir möglich, sorglose Reisende in meine Höhle zu locken und mich an ihrem Fleisch zu laben. Oh, okay. Nee, stimmt, der Eremit hat sich als Quentus Normaont vorgestellt. Ein listiger Plan, Dämon, aber leider hat er einen Fehler. Ihr habt mich in eure Höhle gelockt. Und nun sollt ihr sterben. Denn in Wirklichkeit glaube ich durchaus an meinen Sieg. Ich habe da so einen schönen Trick. Ruf 2. Wir sterben vielleicht, aber wir kriegen erstmal nochmal Ruf plus 2. Nicht, weil wir ihn getötet haben, sondern weil wir ihn herausfordern. Nett. Ja. Ja, ja. Oh, er ist ganz schön schnell. Und ich bin verdammt froh, dass ich diese blöde brennende Wand habe. Oh Gott. Und er hat einen super Stärketrank und eine Orange fallen lassen. Ihr wollt mich doch wohl veralbern. Den Pirscher töten. Wir haben es erledigt. Yes. Speichern. Ja, und auch wenn es sich ein bisschen wie Cheating anfühlt mit der brennenden Wand. Ich meine, ich habe ja immerhin Punkte rein investiert. Also kann ich auch davon profitieren. Oh. Eine Truhe. Ja, und mit dem, was in dieser Truhe ist, hat es etwas ganz Besonderes auf sich. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal gespeichert. Denn es kann sein, dass es, dass wir gleich nochmal laden müssen. Mal gucken. Au! Ein Brustpanzer. Silberner Brustpanzer. Dieser Brustpanzer wurde exzellent verarbeitet und ist in seinem momentanen Zustand eher als ein Zierstück zu bezeichnen. Mit der richtigen Veredelung könnte er jedoch zu etwas wahrhaft Speziellem werden. Bezauberungsstufe 2, Rüstung 210. 4 zur Stärke, 2 zur Verteidigung, 40 zur Lebenskraft, 15 zur Blitzresistenz, 20 zur Geistesresistenz. Benötigte Stärke 70. Oha. Ich bin überladen.
Na, das ist jetzt gar nicht so schlecht von den Werten her. Dann speichern wir das mal unter einem anderen Punkt, nämlich unter diesem. Und laden noch mal neu. Also bis jetzt habe ich ja die Erfahrung gemacht, dass die Gegenstände, obwohl man sie jedes Mal neu identifiziert, immer die gleichen Werte haben, was früher, als ich das durchgespielt habe, das erste Mal nicht der Fall war. Ja, jetzt ist es was anderes. Schaut euch das mal an. 6 zu Stärke, 5 zu Feuerresistenz, 5 zu Blitzresistenz, Kenntnis der Kreaturen, passiv plus 1, tödliches Geschenk plus 1. Das ist okay. Ja, er hat jetzt halt nicht mehr 40 zu Lebenskraft, ne? Und er hat nur noch Bezauberungsstufe plus 1. Aber dafür hat er tödliches Geschenk plus 1 und das ist echt gut. Ich bin überladen. Ja, mein Perfektionismus sagt jetzt, du könntest auch 2 Fertigkeiten hier holen, die du beide gebrauchen kannst, weil Kenntnis der Kreaturen brauchen wir nicht wirklich. Ja, aber das müsst ihr jetzt euch nicht mehr angucken, wie ich jetzt hier x-mal neu lade und speichere. Zumal ich auch eigentlich gar nicht so sicher bin, ob ich das jetzt unbedingt brauche. Aber sicher ist sicher. Ja, okay. Ja, okay, naja, dann machen wir das jetzt so. Ich werde mich jetzt verabschieden und werde den Brustpanzer für mich jetzt optimieren. Und dann werde ich noch etwas anderes tun. Ich werde da nämlich etwas ganz Bestimmtes vorbereiten. Und dann werden wir uns nämlich als erstes in der nächsten Folge mal um den Schatz kümmern. Und ja, und dann würde ich mal sagen, mit dieser Information lasse ich euch jetzt hier quasi erstmal im Regen stehen. Ihr dürft sehr gespannt sein. Ich bin es ehrlich gesagt auch, weil ich mich an vieles nicht mehr so genau erinnern kann. Aber ja, es kommt jedenfalls was auf uns zu, womit man nicht unbedingt rechnet. Sagen wir das mal so. Okay, gut, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und wünsche euch ja eine schöne Zeit, bis die nächste Aufnahme dann hochgeladen wird. Ja, wir sehen uns das nächste Mal und bis dahin macht's gut.